Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Dark Souls 2, Part Nummer 48. Ja, im letzten Part sind wir hier in das Loch gekommen und haben, ja, einige Fackeln angezündet, haben Statuen gefunden, die mit Gift spucken und auch ein Phantom besiegt, die Melinda. Und ja, es das heißt dann wohl hier ganz gemütlich jetzt weitergehen. Ich denke mal, dass es hier so zwei Wege gab und den Weg, den ich hier jetzt dann, nachdem ich einmal gestorben bin, gelaufen bin, dass der eigentlich optional war mit dem Phantom und dass ich einfach jetzt den alten Weg wieder entlang laufen sollte. Ich werde mal noch keine Fackel anzünden, es sei denn, ich komme an ein Gebiet, wo ich dann noch nicht war. Ich glaube, hier speziell, auch wegen den Statuen da unten. Stimmt, da hinten bin ich ja gestorben und da müssten jetzt auch wieder Gegner da sein, ja. Nicht spucken. Und ja, da oben laufen schon wieder einer rum. Kommt der runter oder? Gut, der ist ganz schön schnell, muss ich sagen. Ach stimmt, da könnten ja auch noch welche kommen, gell? Kommst du jetzt oder kommst du nicht? Na komm. Wenn ich mir nur sicher sein könnte, dass sie auch tot sind immer. Normalerweise kann ich ja mit einem Schlag besiegen, aber so. Und hier waren ja eigentlich auch noch zwei, oder? Oder habe ich den beim letzten Mal schon gemacht? Ne, da ist das Vieh wieder. Hier bin ich runtergefallen, ja, stimmt. Jetzt kommen die da schön runtergesammelt, langsam sich runter. Ich muss mich erst wieder fangen hier, so ein bisschen. Wo? Der kotzt. Hörst du auf? Ich muss mich erst sicher fühlen. Warte mal, kommt jetzt keiner mehr? Okay, das ist natürlich ja die Sache. Also, da hat mir auch Bing Bong davon erzählt, warum er das Gebiet eigentlich so gehasst hat. Ihm kam das Ganze wie ein Labyrinth vor. Und ab einem gewissen Punkt, wo er das öfteren Mal gestorben ist, wollte er einfach durchrennen. Und ja, wenn man halt durchrennen versucht, wenn die ganzen Gegner wieder da sind. Oh, da ist das Vieh. Das, was ja explodieren möchte, wenn es brennt. Dass halt, ja, dass dann die ganzen Gegner natürlich wieder da waren, dass ihm die Statuen vergiftet haben und hast du nicht gesehen. Und diese Viecher da hinten, also jetzt besonders, also das haben wir hier im Schatten sieht, diese nackte Ratte, sage ich halt immer noch, die macht ganz schön Schaden, muss ich sagen. Also im letzten Mal ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber beim Zuschlagen von mir, als ich die eine ganz schnell besiegen wollte, hat die immer wieder gleich wieder zugeschlagen. Und das hat ganz schön viel Schaden gemacht, muss ich sagen. Na komm, fall runter. Na. Gut, bei der ging es jetzt. Oh. Da geht die Kamera automatisch nach oben. Ja, hier bin ich letztes Mal runtergefallen an diesem Loch hier. Heißt, ab hier ist jetzt wieder Neuland. Eigentlich sollte ich irgendwo zurück und mir meine Fackel anzünden. Ich glaube, das macht Sinn. Ja. Gehe ich mal schnell holen. Was war das eben? Achso, die Leiter hochklettern. Ja, okay. So, weil damit wir immer wieder weitere Fackeln anzünden können. Ab hier macht es halt wirklich, wie beim letzten Part schon gesagt, bemerkbar, wenn man dann halt, ja, seine Fackelzeit aufgespart hat. Dass man dann auch Stück für Stück dann hier das Gebiet erhält. Und da bin ich ge nee, von da bin ich gekommen. Da hinten ist die Fackel, okay. Ah, okay, gut. Also man sollte ein bisschen warten, wenn man sich das Messer anguckt, wenn man dann immer mal wieder auf Gegner trifft. Aber der hat uns ja eh schon gesehen gehabt. Na, Fackelträger. Hörst du auf? Der schlägt aber genauso zu, als hätte er ein Schwert in der Hand, gell? So, machen wir erstmal die ganzen Statuen hier platt. Von allen Seiten spucken sie. Natürlich. Oh, na gut, das war jetzt dumm von mir. Warte mal, nehme ich ganz kurz einen Lebensstein, damit ich dem ein bisschen entgegenwirken kann. Und muss mal gucken, ob ich ein Gegengift nochmal habe. Die hier, gell? Genau, alles klar. Damit ich die zur Sicherheit drin habe. Eieiei, also so einer von den Lebensteinen reicht echt nicht. Aber das Gift hört ja eh gleich auf. Okay, dann sollte das eigentlich passen. Ja, jetzt sieht man natürlich, wie schlimm das hier ist, wenn man vergiftet wird. Ja, da hinten ist die Fackel. Ich habe nur immer wieder Angst, dass ich an gewissen Stellen vielleicht sogar wieder runterfallen könnte. Kann ja immer sein. So, dann können wir zumindest sagen, dass wir auch da schon waren. Und ich hätte vielleicht doch vorzeitig wieder zurückgehen sollen, weil mein Hammer ist schon sehr beschädigt. Aber vielleicht finde ich ja noch ein Leuchtfeuer zwischendurch. Ich laufe mal eine Weile mit der Waffe rum. Wobei, wartet mal. Ich glaube, ich werde auf meinen. Ja, ich werde mal den Bogen wechseln und auf Feuerschwert gehen wieder.
Ich glaube, es macht mehr Sinn. Und beim letzten Part habe ich es auch verpeilt. Die finstere Pyromantierflamme habe ich ja gefunden. Habt ihr dann nicht mehr. Ja. Habt ihr dann komplett verpeilt? Fragt mich nicht. Wo haben wir mein Feuerschwert? Da haben wir es. Alles klar. So, damit ich halt zumindest. Ja. meinen Hammer nicht kaputt mache. So, alles klar. Dann war mir hier, genau, da hinten liegt noch einer. Stehst du auf, Kollege? Du liegst. Oh, okay. Man muss wirklich gucken. Man muss wirklich aufpassen. Ne, der ist tot. Der hat sich da zur Ruhe gelegt. Für immer. Aber irgendwo hier runterspringen kann man nicht großartig, gell? Also ich glaube nicht, dass man da unten dann überlebt. Wobei, es sieht schon so aus, als ob man da unten langläuft. Aber ich gehe eher davon aus, dass man hier irgendwo wieder runterfallen kann und dann halt unten entlangläuft. Aber erstmal gucken, was es oben gibt. Na, und noch eine Fackel. Ist auf jeden Fall auch immer wieder praktisch, wenn man eine Fackel hat, dass man dann... Was macht denn der eigentlich da? Wischt er den Boden? Auf jeden Fall haben wir da eine Kiste. Na du? Okay, gut. Die brauchen dann zwei Schläge. Alles klar. Okay, Kiste. Ich gucke mir sie nochmal an. Na? Okay, das dürfte keine Mimik sein, aber ja. Irgendwie schwarze Feuerbombe, auch nicht schlecht. Und da hinten ist noch alles dunkel. Also es ist schon schön, wenn man jetzt hier entlang guckt, dann sieht man Stück für Stück, wie alles leuchtet. Aber hier ist noch alles komplett dunkel, also sieht man gar nichts. Und ist natürlich jetzt die Frage, wo geht es denn erstmal weiter hier? Vor allem, wie kommt man denn da hoch? Oder kann man da von da oben nur runterspringen? Ja, das ist schon so eine Sache. Weil ich wüsste jetzt keinen weiteren Weg mehr. Na, gehen wir mal hier runter wieder. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es hier irgendwo weitergeht. Muss es ja irgendwo. Da hinten waren wir ja schon. Das sieht man ja auch so schön hier. Aber ich scheine wieder irgendwas krass zu übersehen. Oder ich muss doch runterspringen. Na, ich möchte es eigentlich nicht, aber ich mach's trotzdem mal. Na? Okay, war das jetzt gewollt vom Game, dass ich hier runterspringe? Da unten läuft auf jeden Fall ein Typ rum, der ein bisschen verwirrt ist. Okay, das soll wohl heißen, dass man da runterspringen sollte. Okay, alles klar. Machen wir es auch mal. So, alles klar. Eieiei, ab hier wird es ein bisschen verwirrender, muss ich sagen. Na, du bist ein Toter. Okay. Ich möchte auf die andere Seite die Fackel anzünden. Aber ich guck mal, ob ich vielleicht außenrum laufen kann. Und hier können wir auch reinspringen, okay. Aber ich weiß nicht auch, was Bing Boom damit meint, dass es halt so ein bisschen aufgebaut wie ein Labyrinth, ein bisschen aufgebaut ist wie ein Labyrinth. Vor allem, weil man immer wieder aufs Neue gucken muss, wo es Wege gibt. Titanitbrocken, auch nicht schlecht. So, und da war aber auch keine Statue, gell? Nicht, dass ich jetzt von irgendwo wieder abgespuckt werde. Na, kommt, zünde sie an. Und natürlich darf ich auch keine Leitern übersehen, wobei die eigentlich doch relativ sichtbar sind. Also heißt es jetzt, von hier aus muss ich Stück für Stück nach unten. Sieht so aus. Okay. Haben wir hier irgendwo einen Gegner drin? Sieht nicht so aus, aber man weiß ja nie. Sieht auf jeden Fall alles nicht gerade sicher verbaut aus. Ach, da haben wir noch einen. Okay. Ich mache die jetzt schon zur Sicherheit kaputt. Nicht so wie sonst, wo ich mal sage, gut, ich lasse die Gegner am Leben. Weil ich habe keinen Bock, dass sie dann später auftauchen und dann halt mich von unten angreifen. Weil das ist natürlich jetzt verlockend. Ist natürlich die Frage, wo kann man hier laufen, wo fällt man runter? Wenn man überhaupt runterfällt, ist natürlich auch die Sache. Weil wir wissen ja, wer gierig wird, der wird bestraft. Okay, hier könnte ich auch links rüber springen. Toll, die ganzen Klamotten von denen. Okay, da hinten wäre dann noch eine Fackel. Und was hätten wir hier oben? Da hätten wir die Leiter, dass wir dann wieder ganz hoch können. Also da könnte man auf jeden Fall hinspringen. Da ist auch ein Typ, der da hängt, sehe ich gerade. Sind sogar mehrere Typen. Und da ist auch noch so eine blöde, ja, eine blöde Statue. So, was war hier nochmal? Ach, hier eine Fackel, okay. Was heißt nur? Immer wieder gerne. Okay, also der Weg ist so gedacht, dass man da drüber springt. Und ich denke mal, wenn ich jetzt rüber springen würde, dann halt auch noch die blöde... Wobei, ich muss nicht springen, ich kann auch einfach laufen, gell? Ja. Okay, alles klar. Das passt. Na, ihr kommt hier hoch. Natürlich kommt ihr hoch. Nur nicht lange.
Ja, wartet mal, ich mach das mal anders. Ich nehme meinen Bogen, ja, genau. Wobei, wenn ich jetzt meinen Bogen nehme, dann packe ich die Fackel weg, ja. Gut, dann halt nicht. Machen wir es einfach so. Wobei ich mich natürlich jetzt echt frage, wenn es jetzt nur hier dafür ist, dass man die Fackel anzündet, während dann diese Statue damit Feuer spuckt, dann muss es ja einen Grund haben, dass man die Fackel anzündet. Zumindest wüsste ich dann nicht, warum man jetzt unbedingt da hinten hinlaufen muss, weil da ist ja nichts. Aber gut, wie gesagt. Das Ganze ist optional. Die chillen auch so ein bisschen. Na komm, sollte natürlich auch treffen. Alles klar. Und was haben wir hier Feines drin? Na? Ring des bösen Auges. Sehr nice. Apropos Ring, ich habe immer noch den Katzenring an. Dann kann ich den nämlich jetzt direkt anziehen, weil das ist ein Ring. Oh, da kommt ein Gegner, warte mal. Wo kommst du denn jetzt her? Ach, der kam von ganz oben runter, okay. Jetzt hätte ich es gerne gezeigt, aber die Gegner sind jetzt hier gerade ein bisschen aggressiv. Kommt noch einer? Okay, kann ich jetzt. Und zwar der Ring, damit ich das mal kurz erzählen kann, gibt immer ein Stückchen TP wieder zurück, wenn man einen Gegner besiegt. Und das macht den Ring gerade bei vielen kleinen Gegnern sehr interessant. Und ja, also ich habe ihn bei Dark Souls 1 gerne benutzt. Deswegen benutze ich ihn auch hier wieder gerne. Kann ich mir mal so ein bisschen umgucken, was hier sonst noch alles gibt. Es geht auf jeden Fall ziemlich weit nach oben, muss ich jetzt sagen. Geht sogar sehr weit nach oben. Alter. Oh oh. Das geht so weit hoch, dass man wieder im Dunkeln steht. Eieiei. Okay, da ist auch noch einer. Na komm, steh mal auf. Meine Güte, also ich muss schon sagen, das Konstrukt hier ist ziemlich krass. Und da oben ist auch noch irgendwas. Ist das ein... Achso, ich wollte gerade sagen, das ist so ein explodierender Typ. Weg mit dir. Es ist ja schön, dass sie nicht explodieren, wenn ich sie mit dem Feuerschwert angreife. So. Oh oh. Das war... Was ist das, eine Falle? Vermutlich. Ich komme nämlich nicht mehr zurück. Ich würde ja gerne wieder versuchen zu springen, aber ihr wisst ja, was das letzte Mal passiert ist. Dass ich dann anstatt ich hochgesprungen bin. Außer es ist ärgerlich. Kann ich irgendwie wieder außen rumlaufen? Ne, hier bin ich dann wieder ganz unten. Hm. Okay, also man sieht aber schon, das Ganze ist wirklich aufgebaut, dass man hier Stück für Stück hin und her läuft. Wobei ich mich natürlich jetzt echt frage, kann ich hier nicht runterspringen? Oh, 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 irgendwie nicht. Also ich sehe auf jeden Fall schon, wie wir sind. Heißt, ich bin jetzt dann ganz dumm runtergefallen, also nochmal nach oben. Nee, ich muss hier wieder runterspringen, gell? Hier war das doch. Gut, dann nochmal außen rumlaufen. Alles klar, Stück für Stück. Dann weiß ich, da, ja, dann sehe ich halt echt das Labyrinth dahinter. Oh. Ist irgendwo was runtergefallen? Ich habe irgendwas gehört gerade. Hm, keine Ahnung. Aber wir müssen eh hier lang. So. Ach nee, das sind immer wieder die respawnenden Leichen, die dann wieder runterfallen, die vom Game neu geladen werden. Ich weiß echt nicht, was sie da sich haben einfallen lassen, warum sie da nicht Ragdoll-mäßig das Ganze so gemacht haben. Dass man sie quasi immer noch rumkicken kann, aber dafür halt nicht immer wieder frisch geladen werden. Ich weiß auch nicht. Ganz komisch. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass das Game halt dafür dann wieder ein bisschen flüssiger läuft, aber trotzdem ein bisschen komisch. Sehe da einen stolzen Ritters. So, da bin ich dann runtergefallen, ja. Und hier ist nochmal die Leiter, alles klar. Gut, dann hoffen wir mal, dass da oben auch noch was ist. Nicht, dass das Ganze... Wobei das eher noch aussieht hier wie... Ja, dass ich mich darüber schwinge. Sind wir hier bei Assassin's Creed oder was weiß ich? Ja, bei Assassin's Creed wäre, glaube ich, das eheste, was mir gerade einfällt. Ja gut, dann greifen wir es einfach mal und gehen rüber. Oh, ich wollte gerade sagen, wieder nicht losfliegen. Eieiei. Der hat aber ganz schön starke Hände, wenn er da einfach so drüber rutscht. Vor allem die Geschwindigkeit. Okay, aber man sieht schon,
Das ist keine wirkliche Abkürzung. Oder man kann hier vielleicht eine Abkürzung generieren, dass man halt nicht mehr da hinten hinlaufen muss. Was sagt eigentlich die Paarzeit? Ui, schon 15 Minuten. Und ja, es sieht bloß aus, dass ich da runterspringen muss. Ich will aber nicht. Habe ich alles gesehen hier oben? Nicht, dass ich jetzt runterspringe und denke mir, okay, hier könnte man wieder zurück. Ja, alles klar. Muss ich halt immer so ein bisschen orientieren, damit man halt auch die Übersicht behält. Vor allem muss ich jetzt gucken, dass ich hier auf. Ne, hier war ich schon. Hä? Warum bin ich dann da hinten hin? Gut, jetzt verstehe ich es wirklich. Also, Bing Boom, ich verstehe, warum dir das Gebiet nicht gefallen hat, weil ich bin jetzt auch gerade verwirrt. Bin ich jetzt irgendwo noch nicht lang gelaufen? Ah, da kommt ein Gegner rum. Dann kommst du mal schön hoch. Wo bin ich jetzt noch nicht lang gelaufen? Vielleicht ganz nach links? Aber dann würde man ja eh hier rauskommen, oder nicht? Warte mal, ich gehe mal den Weg einfach hin nochmal zurück. Auch wenn hier, glaube ich, noch so eine Ratte rumlungert, gell? War doch so. So sehr die Fackeln auch helfen, so sehr sehe ich den Weg nicht. Weil hier da unten ist die Ratte gewesen, gell? Irgendwo. Wo? Bin gerade so erschrocken, dass ich gar nicht mehr gewusst habe, was ich drücken soll. Dann habe ich ihn markiert. Nee, da ist er doch. Ja gut, ich habe aber gerade gar keine Ahnung. Da hinten ging ja das Tor nicht auf. Habe ich vielleicht einen Schalter übersehen? Kann es vielleicht sein? Dass es halt dafür gedacht war, dass ich mit dem Seil wieder rüberkomme, wenn ich halt irgendwas da hinten gemacht habe. Ich muss nochmal gucken. Wenn es am Ende wirklich daran liegt, dass ich alle Fackeln anzünden muss, dann, ja, dann ist es halt so. Gut ist ja immerhin, dass die Gegner weg sind. Aber ich muss mal gucken. Vielleicht kann es kann gut sein, dass ich einen Schalter irgendwo übersehen habe. Dass dann dadurch durch. Dass dann. Dadurch die Türen halt aufgehen. Ah ne, ich vergesse immer wieder, dass ich da hinten runterspringen muss. Damit ich da hinten komme. So, alles klar. So, hier hatte ich ja alles, gell? Das war ja auch nur, dass ich die Fackel hier auf der anderen Seite anzünde. Ja, alles klar. Und es gibt ja auch nichts, wo man hier runterfallen kann. Okay, die Fackel könnte man auch hier anzünden, wenn man hier runterspringt. Ja, gut, dann gehe ich halt noch mal ganz nach oben. Kann sein, dass ich den Weg jetzt hier zweimal laufe. Oh, nicht vergessen, die Statue da, die spuckt der Feuer. Spuckt der mit Gift. Ja, hier hatte ich die Schatztruhe gefunden. Gut, dann gehen wir nochmal nach oben. Kann ja nicht so schwer sein, dieses Gebiet hier zu vervollständigen, sage ich mal. Dam-da-dam-da-dam-da-dam-da-dam. Vor allem frage ich mich, wenn jetzt hier die Fackeln doch optional wären, beispielsweise. Gibt es ja bestimmt genug Spieler, ja, da wird er neu geladen, die dann halt die Fackeln einfach nicht anzünden, die einfach so durchlaufen, weil sie ja eh immer wieder mit der Fackel rumlaufen. Aber, ja. Okay, hier gibt es jetzt nur, dass ich wieder zurückkomme. Oder habe ich da hinten dann doch irgendwas übersehen? Also hier ist kein Schalter, also ich sehe hier nichts. Hier unten ist auch nichts. An der Wand ist nichts. Na gut. Muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich nicht zu lange mit der Fackel wieder rumlaufe, weil irgendwann mal ist sie ja doch leer und dann habe ich ein leichtes Problem. Kann man eigentlich nochmal umentscheiden? Ah, okay, man kann nochmal umentscheiden, deswegen hängt er nur da. Wenn man auf Versehen gedrückt hat. Ist gut gemacht, muss ich sagen. Nicht, dass man hier auf Versehen rumläuft und drückt A und dann, ja. Aber gut. Man kann auch nirgends vorher abspringen, wenn ich mir das so angucke. Aber warum bin ich dann hier oben? Hier gibt es ja nichts. Hier kann ich auch nicht rein. Och Leute, ich bin gerade verwirrt. Also sorry. Oder soll ich vielleicht irgendwo anders runterspringen? Da unten, man sieht auf jeden Fall, man muss nach unten. An die Nebelwand da hinten. Aber. Ach, ich könnte hier auf die. Ja, ich könnte hier auf die Brücke springen. Aber will ich das auch? Und sind übrigens zwei Nebelwände, wenn man es mal anguckt. Ja gut, dann springe ich hier einfach mal runter. Eieiei. So, Achtung.
Oh, das ist so ein Penner. Ja, da wissen wir ja, dass sie explodieren. Und der lebt noch, wenn er explodiert, okay. Warte mal, Ausdauer. Oh, ich hab gerade festgestellt, dass ich das falsche Heil-Item hatte, so rum. Meine Güte, okay, gut. Haben wir's jetzt? Okay, jetzt bin ich hier ohne Fackel, das ist natürlich jetzt dumm. Aber ich wollte halt mein Schild benutzen. Aber wie kommt man denn von hier aus normalerweise hin? Muss es doch einen Weg geben. Hier wäre auch noch eine Fackel. Und hier ist eine Leiter, okay. Ist es eine Leiter, die ich übersehen habe? Das ist eine gute Frage. Ich gehe mal jetzt bewusst den Weg zurück. Das wird wohl eher der Weg zurück sein. Weil ich wissen will, ob ich das nur über... Ja, ich muss es übersehen haben, weil hier die Fackel, die habe ich hier angezündet. Heißt, das ist halt auch der Vorteil, dass man dann hier schon war. Ja gut, okay, gut. Dann passt es ja wieder. Dann scheine ich die wohl nur übersehen zu haben, die Leiter. Aber gut, bin ich ganz zufrieden damit. So, die Fackel an. Hier schön über die Brücke. Drüben dann auch nochmal anzünden. Haben wir zum Glück die Gegner schon besiegt. Ja, und wie gesagt, der, diese eine explodierende Fäulnis-Zombie-Viecher da, die sind halt wirklich dafür gedacht. Okay, gut. Gut. Gut, dass ich nicht gleich runtergefallen bin, muss ich dazu sagen, aber... Ja. Okay, da ist jetzt auch noch eine Brücke. Es sind gleich zwei Fackeln hier. Die Fackel sollte wohl echt nur dafür da sein, dass man halt hier dann bewusst runterfällt. Ich werde da mal runterspringen, sofern ich noch irgendwas anderes finde. Na, mal wieder gucken. Oh, okay, Kollege. Alter, diese Nacht-Damage-Dinger, die sind ja übel. Ich sollte mal wieder auf meine Estus-Verkurs gehen, macht wohl mehr Sinn. Okay, da ist noch einer. Komm mal her, du. Stück für Stück kommen sie aus ihren Löchern. So, was ist es erstmal, dass ich mich ein bisschen ausruhen kann? Okay, da unten... ich konnte mich gerade nicht mehr bewegen, kurz. Keine Ahnung. So, okay, da hinten haben wir dann halt eine Nebelwand. So, alles klar, aber da möchte ich jetzt natürlich noch nicht runterspringen. Ah, es sind ganz schön... Es sind ganz schön viele hier, muss ich sagen. So, haben wir es jetzt hier? Okay, da hinten sitzt noch einer. Schön die Dinger kaputt machen. Ich nehme mal am besten die Waffe hier. Upsala. Ich wollte die Waffe hier, so rum. Na? So. Muss halt die Reichweite ist halt der Vorteil von der Waffe hier. Gut. Ich hoffe aber auch, dass ich früher oder später mal in einer der Kisten auch mal was finde, was vielleicht auch irgendwie wie so ein Schlüssel oder sowas, dass ich die verschlossenen Türen aufkriege irgendwie. Na? Was haben wir da drin? Großschild des bösen Auges. Okay, das muss ich mir jetzt angucken. Das ist jetzt wirklich interessant. Wartet mal. Machen wir es denn? Der hier haben wir es. Ui, ist sogar gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber ist halt auch ziemlich schwer. Und ich kann es nicht tragen, weil es 31 Stärke braucht. Ein Großschild mit beunruhigenden Verzierungen. So rum, ja. Bedeckt mit dem Ausdruck, mit den Abdrücken zahlloser Hände. Die wahre Herkunft dieses Schilds ist unbekannt. So sehr... er auch poliert wird, die mysteriösen Handabdrücke auf dem Schild lassen sich nicht entfernen. Effekt TP-Absorption. Also wenn man den Ring trägt und das Schild in der Hand hält. Ich kann es mal kurz anziehen. Ja, ich weiß, dass ich es nicht richtig benutzen kann. Achso, das macht jetzt keinen Sinn wegen der Fackel. Aber ich habe ja eben noch eine Fackel angezündet. So. Ah ja, okay, interessant. Das ist halt das Problem, wenn man halt nicht richtig damit umgehen kann, dann braucht man eine Weile, bis man blocken kann. Und die ist ja auch dafür gedacht, dass man dann damit zuschlägt. Wobei die Attacke, wie er so zuschlägt, auch interessant ist. Ich glaube, das ist eher so ein Bodenbeben.
Ist auf jeden Fall ein Schild, wo ich sagen könnte, da könnte ich mich für interessieren, sage ich mal. Man sieht aber halt schon, das Schild ist in allen Punkten besser. Das hat halt nur den Vorteil, dass es halt, ja, dass halt dieses Absorptionsbonus hat. So, alles klar, machen wir es wieder weg. So. Ja, ich hätte zwar gerne ein Leuchtfeuer, bin ich ganz ehrlich. Aber mir bleibt noch nichts anderes übrig, als dass ich jetzt da runterspringe. Zu dem Vieh da unten. Ich muss noch kurz nochmal die Fackel anzünden, weil ich gerade gucken muss, ob da unten noch irgendwo eine Fackel war. Na, wohl eher nicht. Na, du Vieh, du. So, das war Fallschaden. Oh Gott, die Waffe macht ja gar keinen Schaden. Ja, ja, ich hab's verstanden. Na. Ich sehe gerade die HP nicht vor lauter Angriff. Oh, und da fällt er runter. Okay, jede Menge Statuen, die einen nerven. Na, muss natürlich auch treffen. So. Der Raum sieht eigentlich nicht unbedingt aus wie ein Bossraum. Aber das kann man natürlich vorher nie wissen. Man weiß es, man kennt es ja. Geht da nicht runterfallen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, sage ich mal. Oh, was denn hier? Alter, das ist ein riesiges, giftiges irgendwas. Ich kann es nicht erkennen, aber es kommt mir so ein bisschen vor wie ein riesiger Wurm. Okay, die Insekten kommen. Na ihr, kann man euch auch damit besiegen? Ja, wenn man trifft, würde ich mal sagen. Okay, das geht aber. So, okay, alles klar. Ui, die sind ganz schön fair, was die Droprate angeht. Okay, das ist... Ui! Das ist... Alter. Das ist ja fast ein Boss, so groß wie das Vieh ist. Ich habe ein bisschen Angst. Ich nehme mal mein Schild. Ich hätte gern Leuchtfeuer, bin ich ganz ehrlich. Am Ende beschützt das Vieh ein Leuchtfeuer und dann... Ah, ich traue mich nicht. Guck mal kurz, was es hier so gibt. Aber nichts, nee. Man merkt schon, dass ich vielleicht heute ein bisschen ruhiger bin als sonst. Also, dass meine Stimme etwas ruhiger ist. Ah, soll ich jetzt durch die Nebelwand, die aussieht, als wäre es kein Bossraum. Aber es könnte natürlich trotzdem einer sein, wie schon gesagt. Muss ja kein großer Raum sein, um Bossraum zu sein. Oder soll ich gegen das Vieh da hier angehen? Vor allem, was macht der Rauch? Versteinert der? Das wäre natürlich auch mies. Vor allem greift das Vieh an. Ich habe ein bisschen Angst, ey. Es kann natürlich auch sein, dass es nur so rumsteht, aber ey. Dadurch, dass es, allein, dass es das Vieh ein Insekt ist, habe ich schon extrem Respekt davor. Na? Okay, ich komme vorbei. Aber will ich das auch angreifen, ist die Frage. Giftiges Moos, okay. Nichts Besonderes. Ja, das Vieh... Es kann natürlich auch sein, dass man es hier besiegen muss. Weil es sonst irgendwo diesen giftigen Nebel hier reinpumpt oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich das Vieh wirklich angreifen will. Ja. Wisst ihr was? Das entscheide ich im nächsten Part. Ja, kleiner Cliffhanger. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Dark Souls 2 sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.